Hallo und herzlich willkommen bei Ländler TV und der Tag, den Wochenhighlights. Ja, der Winter nähert sich mit immer größeren Schritten. Anzeichen dafür ist nicht nur das kalte Wetter, sondern auch die Uhr. Diese wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag neu eingestellt. Doch wird sie vor- oder zurückgestellt? Wir haben uns in Dornbirn umgehört. Vorne, oder? Nach zurück? Nein, vorne. Vorne. Sie wird vorgestellt, oder? Scheiße. Was wird sie? Ja, Robin. Ich glaube, sie wird. Die Tour wird zurückgestellt. Entschuldigung. Die Uhr wird umgestellt und zwar von 2 auf 1 zurück und wir können dann eine Stunde länger schlafen. Entschuldigung, dass ich jetzt wegen wieder Verschwendung habe oder so. Ja, umgestellt auf Sommerzeit. Oh, Winterzeit, Winterzeit! Zurück. Sie wird nach hinten gestellt. Ja. Am Sonntag dürfen wir also eine Stunde länger schlafen. Doch wie wirkt sich diese ganze Zeitumstellung überhaupt auf unseren Schlaf aus? Mein Kollege Philipp Fasser hat sich mit dem Schlafexperten Günther W. Ammann unterhalten. Ja, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das wirklich jeden betrifft, und zwar den gesunden Schlaf. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Gast bei uns, und zwar den Schlafexperten Günther Ammann. Ammann, danke, dass Sie da sind. Gerne. Die erste Frage an Sie ist, wie wichtig ist denn wirklich der Schlaf und der gesunde Schlaf für den Körper und allgemein für den Menschen? Ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist der Schlaf in der Zwischenzeit ein 90%-Faktor geworden. Das heißt also, dass führende Schlafwissenschaftler der Überzeugung sind, dass unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden zu über 90% vom gesunden Schlaf abhängen. Und jetzt ist ja das große Thema natürlich die Zeitumstellung, was auch dort wirklich von vielen unterschätzt wird. Da ist jetzt die Frage, wie wirkt sich denn die Zeitumstellung auf den Körper und auf den Menschen dann wirklich aus? Ja, also am besten kann man es sich so vorstellen, es handelt sich körperlich und seelisch gesehen um einen Mini-Jetlag. Und ich glaube, die meisten Zuseher haben schon einmal mit einem Jetlag zu tun gehabt. Das heißt, wenn wir die Zeitzonen verlassen, wenn sich die Helligkeit, Dunkelheit, Sonnenlauf ändert, dann haben wir am Zielort Anpassungsprobleme. Und dasselbe, wenn wir wieder zurückkommen, dann reden wir von einem Jetlag. Das heißt also, dass die innere Uhr, nach der jeder von uns sich richtet, die wird gestört in ihrem Rhythmus. Und das hat natürlich dann eine Folge im Körper mit verschiedensten Problemen. Das Bekannteste sind natürlich wiederum die Schlafstörungen. Das heißt, man spürt, man kann nicht gut einschlafen, nicht gut durchschlafen und der Körper braucht dann eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Und hier als Beispiel, wenn wir nach Kalifornien fliegen, das sind ungefähr 9 Stunden Zeitunterschied, dann bräuchte der Organismus eigentlich 9 Tage, um wieder den eigentlichen Status herzustellen. Und das ist eine lange Zeit. Und dasselbe passiert jetzt in einem kleinen Rahmen, da geht es nur um eine Stunde, aber was die biologischen Körperrhythmen anbelangt, ist eine Stunde auch ein langer Zeitraum und so kann es zu Umstellungsproblemen kommen. Also die Zeitumstellung wirkt sich wirklich doch sehr stark auf den Menschen aus. Was sind denn für Tipps oder was können Sie für Tipps geben, wie man sich vielleicht sogar darauf vorbereiten kann, dass da eben nicht so große Probleme entstehen? Ja, es ist alles natürlich sehr individuell, oder? Und man soll den Menschen grundsätzlich keine Angst machen. Wer keine Probleme hat mit der Umstellung, der braucht nicht darüber nachzudenken. Aber es gibt natürlich Gruppen von Menschen, jüngere Menschen, ältere Menschen, kranke Menschen, die spüren das jedes Jahr. Wobei man sagen muss, jetzt das Zurückstellen der Uhr auf die sogenannte Winterzeit ist für den Organismus natürlich viel angenehmer, weil wir kommen jetzt zur Normalzeit zurück. Aber trotzdem kann es jetzt ein paar Tage Umstellungsreaktionen geben. Wir haben andere Arbeitszeiten, wir haben andere Essenszeiten, Medikamente werden zu anderen Zeiten eingenommen und. Und darüber müssen die nachdenken, die auch in den vergangenen Jahren Probleme gehabt haben. Wenn wir jetzt auf die Zeitumstellung nochmal blicken, ist es für viele dann oft ein bisschen das Problem, sich zu merken, wann man jetzt die Zeit vor- und wann zurückstellt. Dieses Mal bei dieser Zeitumstellung wird sie zurückgestellt und es gibt da auch eine kleine Eselsbrücke, die man sich merken kann. Genau, also es ist relativ einfach. Im Frühjahr, wenn wir auf die Sommerzeit umstellen, dann stellen wir eigentlich als Beispiel die Gartenbank vor das Haus. Das heißt, dann wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt und jetzt im Winter, im Herbst stellen wir die Gartenbank wieder zurück ins Haus. Das heißt, die Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt.
Ja, ich glaube, mit dieser Eselsbrücke kann auch ich mir jetzt dann einmal merken, in was für eine Richtung die Zeit umgestellt wird. Vielen Dank an den Herrn Ammann. Und am Montag in LändeTV der Tag, da ist die Zeitumstellung dann schon vollzogen. Und da werden wir uns mit dem Herrn Ammann nochmal dann effektiv darüber unterhalten, was das denn wirklich dann für Auswirkungen hat. Gut für das Gemüt ist aber nicht nur der gute Schlaf, sondern auch ein schönes Wetter. Davon wurden wir leider im Tal diese Woche nicht verwöhnt. In der Höhe sah das Ganze schon ganz anders aus. Deswegen machte sich das LändeTV der Tagteam diese Woche auf den Weg nach Laterns. Im Rheintal ist derzeit grau die bestimmende Farbe. Die dichte Nebelschicht lässt derzeit keine Sonnenstrahlen durch. Umso schöner das Wetter in der Höhe. Kein einziges Wölkchen trübt den Himmel und macht zum Beispiel die Skilifte Laterns derzeit zu einem wahrlich traumhaften Arbeitsplatz. Also wenn man da rundum schaut, Richtung Rheintal bzw. Schweizer Berge, der Ausblick genießen darf, oder, ist es auch einer der schönsten Arbeitsplätze. So Karl-Heinz Schmidt, der Marketingleiter der Skilifte Gapfol Laterns, blickt der kommenden Wintersaison zuversichtlich entgegen, obwohl es derzeit noch viel zu tun gibt. Ja, also da geht es einerseits sehr viel Vorbereitung von der Seilbahnen, das heißt Schneekanonenstellen, dann haben wir einen Speicherteich nebst der Falberstube, den wollen wir noch wintersicher machen, als Absperre, dass die Skifahrer nicht gebaden gehen. Und ja, Förderbänderstellen für Kinder, Tafelnersteller, was man jetzt eigentlich noch machen kann mit dem Gerät, also mit einem Schlepper oder mit einem Chip, das macht man jetzt als. Und gastronomiemäßig macht man natürlich die Eindeckung vom Bier bis zum Tiefkühl. Jetzt kann die LKWs auch noch ins Gebiet fahren oder bis vor Gastronomiejahre. Und im Winter wäre das erschwerlich, müssen wir umladen mit dem Lift, mit dem Radtrack. Also Arbeit haben wir jetzt sehr viel, aber bei dem Wetter, es ist jetzt momentan zum Wintersicher machen, ist es optimal. Das Wetter, dünn ist der Nebel, wir haben schönste Wetter. Die Arbeiter kommen gerne rauf, schaffen gerne in der Höhe, geht gut. Es gibt also noch viel zu tun, aber bei diesem Wetter lässt sich ja auch wirklich gut arbeiten. Und wenn alles glatt läuft, dann erfolgt der Saisonstart in Laterns schon am 17. November. Wir bleiben beim Wintersport, wechseln aber auf den Arlberg. Dort soll nächste Saison die Verbindung in den Bregenzer Wald endlich klappen. Alle Einzelheiten dazu sehen Sie jetzt. Bis zur Saison 2013-2014 soll die Verbindungsbahn Auenfeld-Jet gebaut werden. Auf über 1700 Meter Meereshöhe soll nun endgültig mit dem Bau einer knapp über 2 Kilometer langen 10er-Gondel-Einseil-Umlaufbahn begonnen werden. Damit können 1490 Personen pro Stunde befördert werden. Laut Michael Mannhardt, dem Geschäftsführer der Skilifte Lech, entsteht die Verbindung in Zusammenarbeit aller Skiliftbetreiber, den Grundstücksbesitzern, den Behörden und auch in Übereinstimmung mit dem Vorarlberger Tourismuskonzept. Auch ansonsten stehen aber laut Mannhardt noch einige Themen für die bevorstehende Wintersaison auf dem Programm. Technische Verfeinerungen, Investitionen in die Sicherheit, Lawinensprengen, Schnee machen, das sind meine Hauptthemen und auch Investitionen in den Umweltschutz, in die Renaturierung der planierten Flächen. Das gelingt uns heute, da ist sehr viel Arbeit dahinter, auch viel Forschung. Wir haben bewiesen beispielsweise, dass Beschneiung in keinster Weise die Vegetation beeinträchtigt, im Gegenteil. Durch die neue Verbindung entsteht laut Lechzürs Tourismus Vorarlbergs größtes Skigebiet. Zu den 94 Liften und Bahnen am Arlberg kommen durch Watschrücken noch einmal 47 Anlagen hinzu. Insgesamt stehen dann unglaubliche 530 Kilometer an Skiabfahrten zur Verfügung. Das war's auch schon wieder von den Wochenhighlights von LändeTV der Tag. Sie sehen jetzt noch das Wochenendwetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und freue mich auf Montag. Tschüss! Der Samstag verläuft nass und kalt. In der Früh kann es im Rheintal noch regnen. Bald mischen sich aber Schneeflocken in den Regen und bis Mittag schneit es in ganz Vorarlberg dann kräftig. Am Abend lässt der Schneefall dann langsam nach. Die Tiefstwerte am Samstag minus 5 bis 0 Grad, die Höchstwerte 3 bis 5 Grad. Am Sonntag bleibt es dann kalt, es gibt viele Wolken und es sind noch schwache Schneeschauer möglich. Es weht lebhafter Nordwestwind. Am Montag ist es dann bewölkt bei Temperaturen von minus 9 bis 1 Grad.